In unserer Sendereihe Die gefährlichsten Kurierdienstberufe der Welt berichten wir heute über einen jungen Mann, der einen solchen Beruf ausführt. Er schmuggelt schwäbische Teigwaren nach Bayern, denn in Bayern sind die schwäbischen Teigwaren strengstens verboten. Er berichtet über die Gefährlichkeit, wenn er bei Isny über die Grenze fährt. Bei Nacht und Nebel geschehen diese Aktionen. Er möchte kaum sein Gesicht zeigen, aber er war bereit, uns Rede und Antwort zu stehen, wie die Schmuggelware nach Bayern kommt. Doch plötzlich ein bayerisches Kennzeichen und er verdeckt sein Gesicht, bis das Fahrzeug vorbei war. Kennzeichen sind ein Warnzeichen und er muss aufpassen, denn die Nudeln müssen heute noch nach Bayern. Einmal wurde er erwischt von Zöllnern und wurde mit einem Nudelbrett fast totgeschlagen.